So, hallo erstmal, schönen guten Abend zum weiteren Let's Play von Brawl Stars. Und heute spielen wir sogar mal in einem Dreierteam. Und als moralische und seelische Unterstützung habe ich mir wieder den True Rock geholt. Einen wunderschönen guten Abend, wieder mal auch herzlich von mir. Dann starten wir doch hier mal auch direkt. Oder auch nicht? Doch. Let's go. Let's Oder fetz. let's brawl. Let's brawl, ja. Let's brawl. Genau. Unser Motto für heute. Schon wieder Lex. Ja, mal wieder ein wenig. Aber sollte doch für uns kein Problem sein, das sind wir doch gewöhnt, oder? Das Ja. Serverproblem immer noch nicht behoben. Leider nicht, ne? Ja. Muss man leider hier auch sagen. Schreitet ein wenig langsam voran. Aber trotzdem macht es immer noch Spaß. Also ich spiele hauptsächlich im WLAN und muss sagen, es ist dann echt nervig, wenn du trotzdem dann schlechte Verbindungen hast. Also das ist eigentlich ein No-Go und das ist man so von Supercell eigentlich auch gar nicht gewöhnt. Eine Qualität bei den Servern. Oh Scheiße. Oh. War ja klar. Extrem weite Range. Der haut richtig gut rein. Seine Paintball-Kugeln. Achtung, Ja, und von die rechts. prallen auch noch ab. Bewegen. Jawohl. Sehr gut. Nice So, jetzt Play. brauchen wir nur noch zwei, wenn wir gerade verrecken. Ja, und jetzt zurückziehen. Also ich gehe vor und gehe weiter nach hinten. Bisschen Ulti reingehauen. Shelly von rechts, Shelly von rechts. Deswegen, ja, hier. Komm. Left, geht nach hinten, dann haben wir den Siegfeld. Jawohl. Hat doch gut geklappt. Ich habe noch Markenverdopplung. Ja, ich habe auch noch 400. Ist auch ganz geil. Gleich mal hier noch eine Kiste aufgemacht. Also ich wollte Ja, ja und mal den neuen Brawler anspielen, den ich da letzte Woche bekommen habe, den Bull. Und so Showdown kann man nur im Duo machen, sehe ich gerade. Dann machen wir das mit den Tresoren. Tresor ist auch ganz gut, ja. Er wechselt mal. Ah, okay. Unseren Don. Hier in dem Spielmodus muss er seinen Tresor verteidigen. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Mal auch schon den gespielt hatten. Ja, da hat es allerdings extrem geleckt. Man leckt es in dem Spiel mal nicht. Ja, stimmt wohl. Ah, echt jetzt? Oh oh. Lass uns hier auf die Shelly gehen. Ich hatte mal. Hat er sich gerade halt echt noch am Leben gehalten, weil er auf mich drauf gesprungen ist? Der Vorteil ist, Ivan ist direkt auf die Truhe gegangen. Das ist ja auch gerade wichtig bei dem Spiel. Oder bei der Map, dass man instant dann wirklich auf Oh, die Truhe geht. toll. Auch instant die Truhe verteidigt, wie jetzt gerade. Ja, El Primo ist hier echt stark in der Map. Der Primo sowieso, ja. Sehr gut. Auch im Jubel finde ich einen Start. Allgemein im gesamten Spiel. Als Showdown sowieso. Oder echt gut raus. Jawohl, mal eine Öffnung gemacht. Ja, dann sollte man doch noch kriegen, oder? Hast du deinen Ulti noch? Ne, habe ich gerade rausgekommen. Ah, Auf okay. den Tresor.
Ich def lieber, weil Shelly mir im Nacken sitzt. Wenn Primo dazu auch noch jetzt kommt, da müssen wir auch ein bisschen Fokus draufsetzen. Ah, ich bin tot. Ja, dann hau direkt raus. Ah, ja, okay. Gott sei Dank noch den Ivan. Jawohl. Der Ivan. Er erfüllt seinen Zweck. Lass uns doch gleich noch eine Runde spielen. Ja, hatte ich vor. Leckt's bei dir immer noch? Ein bisschen, ne. Sehr schön. Ja. Auch man gewöhnt sich irgendwann dran, mit dem Lag zu spielen. Der haut mich raus. Scheiße. Hab mich erwischt. Kleine Bär ist nicht zu unterschätzen, finde ich. Ja, den spiele ich eigentlich auch total gerne. Oh, Defen, ja, den müssen wir weghauen. Fokussier mal seinen Roboter, den er da gesetzt hat. Der haut immer sehr gut Schaden raus. Der Bull ist auch extrem langsam. Ja, aber auch effektiv im Schaden. Ist auch Nahkämpfer, ne? Ja. Ah, verdammt. Komm mal auf den Tresor, genau. Perfekt. Okay, kommen jetzt alle drei? Ja, aber ich habe den Ulti, den ich mal zünde. Den Bär lock ich mal hier weg. Da müsstest du mich kurz unterstützen. Ja, oder def du mal. Den kleinen gehe ich von links angreifen. Geh du von rechts. Okay. Keine Chance. Achtung, da kommt El Primo. Jawohl. Unser Arbeitstier. Ja, das ist aber sehr taktisch, wie du hier vorgehen musst. Also Defen und einer muss natürlich dann in den Angriff, da eignet sich ja Primo natürlich am besten für. Das stimmt, ja. Obwohl es eigentlich ein Tank ist, optimal, ne? Ja. German Corps. Let's brawl. Was auch bei mir auf meiner Lane kommen zwei. Ja, ja. Oh, scheiße, mich. Jetzt müssen wir defen. Gut, dass wir down gegangen sind. Direkt drauf. Schon gut rangekommen. So, ja, hier. Achtung, in deinem Gebüsch steht da. Ja, ja, ich weiß. Nein! So eine starke Ulti. Musst du aufpassen. Ja. Yes. Na, das Gute ist ja, wenn man ein bisschen rumsteht, regeneriert man Leben. Ja, am schnellsten sogar noch, wenn du in die Büsche gehst. Dann wird's sogar noch ein bisschen schneller. Achtung, kommt rechts. Ich setz mal kurz den Ulti auf den Tresor. Oh, steht da auch noch rein. Oh nein. So, jetzt kommt Bull von links. Achtung, bin voll reingelaufen. Nein. Ich muss ihn versuchen zu erledigen. Komm, du schaffst es. Dahin! Ist auch noch dran vorbeigelaufen. Ja, das ist blöd mit seinem Ulti. Den kannst du nicht genau gezielt einsetzen. Du rennst willos irgendwo in eine Richtung. Aber wir führen. Ivan erfüllt wieder seinen Zweck. Hey! So, von rechts Bull, lass uns den mal erst plätten und dann gehen wir mal instant auf die Kiste.
Achtung, El Primo läuft auch durch. Laufen alle gerade durch. Gehst du auf die Kiste, ich helfe mit Deffen. Ja, ich glaube, sie war da. Ah, okay. Ja, machen wir halt noch eins. Läuft gerade recht gut. Kann man eigentlich nichts sagen. Ich hoffe, dass wir zuvor nie zusammengespielt haben, auf jeden Fall. Ja, und einer nicht im Discord ist. Nee. Okay, von rechts wird's ein bisschen hart. Okay, ich werde mit ihrer Ulti. Ja, ist tot. Nicht zu vermeiden. Oh ja, ich glaube, die hauen uns jetzt ziemlich auf die Nüsse. Oh, das ist ein bisschen Zufall. Ich komme mit dem Bull kaum nah genug an irgendeinen, ey. So ein Tresorraub ist ja nicht so stark. Hoho, das war gerade heftig. Ich hab's gesehen. Ja, Shelly kam mir sehr, sehr nah. Ich hatte auch schon vorher ein bisschen weniger Leben. Ah, ist ja gut gelaufen. Verdammt. Ach. Also, ich glaube, ich muss da meinen Charakter wechseln. Was ist hier tot? Im Nahkampf ist er schon echt stark, ne? Aber bis du mal an einem dran bist. Ich versteck dich eher im Gewicht. Das geht besser. Sprinte dann raus, wenn du merkst, dass sie kommen. Sagst du es so einfach? Ich blockiere. Der Adrenalinpegel ist bei dem Spiel irgendwie jedes Mal hoch. Das stimmt, ja. Ich habe schon guten Geschmack getroffen. Ich bin überzeugt von dem Spiel. Aber ich bin nicht überzeugt von der Runde, denn wir müssen dringend auf die Kiste gehen. Ja, das wird nichts mehr. Das wird noch sehr eng. Nee, das ist leider nicht mehr. Ja, jetzt. Doch, vielleicht. Wann? Ja! 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 Sehr gut. Leck mich doch am Arsch. Das klappt auch ohne Discord. Ja, das stimmt. Wechsel mal in den Char. Aber schon wieder ein paar Kisten offen. Ja, ich update auch mal hier meinen Charakter. Gold ist jetzt auf Stufe 2. Shelly müsste doch auch bereits schon auf 3 sein. Oh, ich hab sogar noch eine Brawlbox. Auf die Meilensteine. Ja, man kriegt hier schon einen Haufen Zeug immer for free. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht schaffen wir jetzt während des Streams noch die, bei mir die 350, dann könnte man sogar noch Ereignisse spielen. Das schaffen wir noch. Ja, ich denke so. So, wir nehmen ich... ich nehme Bali. Ist auch gut für Tresor oder auch Juwelen. Ja. Damit, mit dem komme ich auch teilweise echt mittlerweile richtig gut zurecht. Also auch was das Deffen angeht und sowas. Truro? Achtung, rechts, ja. Hast du auf YouTube eigentlich gestartet? Mhm.
Link. Der Link. Der Link. Hab ich dir doch gegeben. Nicht der richtige. Doch. Sag doch sowas nicht. Durchwachsene Runde. Oh, wir haben Schaden genommen mit Ressort. Und ja, ist er irgendwo noch? Heute ist nicht so mein Tag. Scheiße. Ah, leck mich. Okay. Das war's. Da wurden wir ein wenig überrannt. Jetzt wird schwierig. Also müssen wir instant auf den Tresor. Ja, eine Chance. Überhaupt noch, nein, da kommen wir nicht mehr zu. Ja, keine Chance. Die erste Runde verloren. Ich glaube, du wechselst doch lieber wieder den Charakter. Nein, den finde ich cool. Spiel dich nur. Ich werde auf X klicken. Ich könnte aber auch mal auf Shelly wechseln. Ja, probier's halt mal. Verdammt, den habe ich nicht gesehen. Nein. Okay, muss man doch nochmal rechts rüber. Er rennt natürlich mit seiner Ulti voll rein. Jawohl. Ja, sehr gut. Sieht noch sehr, sehr gut aus. Hab mich mal in den Ressort reingeschlichen. Steel Ninja Barkeeper. Okay, wir möchten es von links. Gerne. Jawohl. Geht doch. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Sehr gut, sehr gut. Ich bräuchte gerade mal Hilfe hier links. Oh, verdammt. Und ich helfe dir von hinten. Wirfst du die Flächen? Also klickst du einfach nur auf den Angriff oder zielst du auch mit der Maus? Du musst doch schon zielen. Also du kannst natürlich auch den Auto-Angriff machen. Aber in der Regel ziele ich dich schon.
Außer steht einer direkt vor mir. Ah, nice. Ivan hat ein Loch geschlagen. War schon mal viel wert. Hat auch jetzt viel gebracht, ne? Auf jeden Fall. So kommen wir wesentlich schneller an den Tresor. Ich habe das Gefühl, sein Zauberer läuft schnell, wie meine. Hängt das dann bei dir noch? Minimals. Von der Geschwindigkeit. Also schon jetzt eigentlich besser wie vorhin. Oh, da steht wieder noch unser Tresor. Ja, das ist unmöglich, oder? Jawohl. Zwar mit Ruhm bekleckert, aber gewonnen. Ivan, mach das ran. Ja, möchtest du die Map nochmal spielen? Ja, machen wir. Ja, machen wir noch eins und dann nochmal Diamantenraub, hätte ich gesagt. Da habe ich mich mal in den Angriff gewagt und dann werde ich überrannt. Normal. Denke ich mir jedes Mal. Achtung hinter dir. Ich habe immer ein Loch reingehauen. Ich glaube, das sollte auch was werden. Vielleicht auch mal durchkommen. Ja, wir haben ihn schon fast bekommen. Ja, mit 7 live überlebt. Sollte aber jetzt down sein. Ivan ist nämlich durch. Jawohl, super. So ein 3 gegen 3 Showdown wäre auch nicht schlecht, aber schade. Gibt's leider nicht, ja. Ja. Trophäenrang aufgestiegen. Okay. Ups. Ich werde es aufgeholt. Hat uns keiner gesehen, hoffentlich, dass ich aus dem geraden Fenster in das Streambild geschoben habe. Mea culpa. Das ist nichts Internes, war. Nein, waren nur Nacktfotos von dir. Ach, war ein Pasta. Das ist kein Schaden. Den haben wir uns doch auf. Time for trouble. Dann kommt mal ran.
Tja. Das war's für ihn. Läuft das jetzt nicht deutlich besser? No. Weil ich immer noch Lags ohne Ende hab. Haben wir schon den Countdown? Weißt Nein! Du, was ich grad sagen, willst du nach hinten? Hatte ich vorher, ja. Wieso wollte dann gerade den Ulti nicht zünden? Klaut mir immer meine ganzen Kills. Also der Ivan hat gut gefrühstückt. Auf jeden Fall. Glaube ich immer gut. Wenn er das nicht noch gerade tut. Mann, Mann. Ach so, zwei gleichzeitig kann man gar nicht nehmen, ne? Ne, man kann immer nur einen Charakter nehmen. In der Gruppe. Wenn man allerdings random sucht, ist es schon mal möglich, dass auch schon mal dreimal dieselben waren. Ja, das finde ich halt auch ein bisschen lächerlich, ne? Auf der einen Seite, wenn du ein Team machst, darfst du dann dreimal den gleichen nehmen oder zweimal den gleichen, aber random kriegst du auf einmal dreimal Nitas oder so, ja. Das, was überhaupt nicht lustig ist, wenn du gegen dreimal Nitas spielst. Ja. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Stream bemerkt. Ja. Das stimmt, das hatten wir, glaube ich, sogar das Problem. Ja, es ist da wirklich noch nicht, gleichgewichtet. Die gehen hier nach Trophäen. Deswegen ist es eigentlich auch wichtig, erstmal alle Charaktere auf Level 9 zu bringen. Nicht direkt auf Level 10, weil dann ist man automatisch in der Goldliga. Und bekommt dann auch schwierigere Gegner. Dadurch levelt man sich natürlich auch im Spiellevel einfacher, schneller, höher. Okay. Also das Trophäenlevel, was man halt jedes Mal bekommt, oder was jedes Mal aufsteigt durch gewonnene Trophäen. Und dann gibt's natürlich auch noch das Trophäenlevel des jeweiligen Brawlers, was man halt nach Bedarf spielt. Okay. Und jawohl. Ja, dadurch kann man erstmal seine Karten pushen. Man bekommt Karten-Push-Ups. Man bekommt neue Brawler. Und es ist definitiv einfacher, so freizuschalten. Also nicht direkt mit einem Charakter irgendwie Level 20 drauf und gib ihm. Sondern wirklich nur verteilen. Ah, sterb! Oh toll, jetzt sind wir alle gestorben. Oh. Ah, das war jetzt natürlich scheiße. Schlecht, meine ich. Schlecht. Schlechte Scheiße. Dann haben wir wieder zurückgeholt. Jetzt müssen wir natürlich auch wieder in den Angriff. Ja, das wird nichts. Ah, genug zu leben. Ja. Ich hab's ja noch, oder? Nein. Das wird leider. Das vergessen. Ivan. Schade, es sah jetzt gerade so gut aus. Schade. Schade. Ich stehe voll in der Suppe. Voll in der Suppe gestanden, ja. Ging genauso. Ja, und wenn du mal so dran stehst, dass da kaum noch Möglichkeiten auszuweichen, ne? Ja, und wenn du dann noch schön Schaden bekommst von den Gegnern, ist es natürlich noch besser. Jetzt mal doch mal einfach den Ulti rein. Und kann ständig hier mich gut schaden. Voll. Ja, wieder die Suppe. Setzt den Ulti auch gut. Also ich glaube, das noch ist auch ein Dreier-Team.
empfiehlt sich auf jeden Fall dann über Sprachchat irgendwie zu kommunizieren. Dass man da auf jeden Fall Vorteile durch erzielt. Man merkt das extrem. Stirb! Stirb halt! Oh, oh. Halleluja! Sieht ja auch, wie gut der Gegner deft. Also bei Fernkämpfern ist es wichtig, direkt auszuweichen. Kann ich jetzt gerade drauf auf den Gegner. Das wäre das Fatale. Ja. Guck sie doch mal zurück, ey. Ja, fünf Deffen. Jawohl. Bring die Diamanten zu mir, so mag ich das. Ja, ich finde also, die ganzen Spielmodi sind eigentlich auch immer recht abwechslungsreich. Auch dieses Brawl Ball, was es da gibt, ne? Ja, macht auf ja auch jeden Fall. Ordentlich Laune. Special Events, die eingefügt werden. Gerade das Winter-Event, was jetzt vor kurzem noch drin war. Mm. Oder hier, was jetzt drin ist, Entschuldigung. Jetzt sind wir gerade auf der Map. Jo. Hm, ich glaube, der kommt irgendwo rum, ja. Nein. Ach. Ach komm. Reingesprungen. Verdammt. Da liegen eine Menge Diamanten offen. Mhm. Ach, verdammt. Wie hat er sich gekrallt? Hat er mich auch den Ulti offen gehabt. Ah, klar. Übrigens eine legendäre Karte. Dieser Vogel, den du siehst, ist eine legendäre Karte. Ja, falsch. Dann habe ich schon öfters mal spielen sehen. Das stimmt. Das ist ganz fies, dass er so reinspringt. Und schon AOE-Damage raushaut. Aber er hat nicht viel Leid. Dann mach du es, dann du zurück. Ich verteidige dich. Mit deinem Leben aber bitte. Stirb für mich. Ja, ich musste ja sozusagen das Schutzschild sein. Ist halt wichtig, dass du halt nicht getroffen wirst. Jawohl. Ja, willst du noch eine Runde? Ja, aber... Juwelen. Mal gucken, ob ich schon was voll hab. Ich fehlen nämlich auch noch 10 bis zur Truhe, dass ich dann wieder eine neue Truhe öffnen kann. Okay. Ich wechsle nochmal einen Char. Jetzt will ich mehr Cold spielen. Das ist auch ganz nett, der Schaden, den er macht. Er stunt dann auch den Gegner. Das ist ein guter Vorteil für uns. Wenn er seinen ja. einsetzt, direkt drauf mit dem Damage. Das stimmt. Ist eigentlich richtig böse. Frank ist richtig hart, ja.
Ah, von rechts. Hast du ihn? Er ist durch. Tot. Muss da zwar ein Ulti jetzt dafür raushauen, aber... Aufträge gestoppt. Ja, toll. Und ich laufe in alle drei. Hättest du ja was sagen können, dass die rechts rumlaufen. Ja, die kommen rechts rum, Achtung. Ja, ich hab ja auch gerade alle drei an der Backe. Nein! Wir rennen gerade schön mit der Ulti an den Tresor. Die mit dem Geschütz, die ist auch so böse. Weil die ja mit ihrer normalen Attacke drei Leute trifft. Echt mies. Ja, wenn die einen Schmidtspieler trifft, weitet die sich dann sofort weiter aus in Richtung des nächstgelegenen Gegners. Ja. Muss dann auch direkt ausweichen. Oh, jetzt haben wir mal rushen. Wir müssen, ja. Toll, jetzt lebt er schon wieder. Ich laufe jetzt mal links rüber. Versuch mal rechts vorbeizulaufen. Mhm. Und dann so irgendwie direkt an den Tresor zu gelangen. Ja, der Primo ist in der Mitte. Noch vorwärts. Verdammt. Verdammt. Nein. Hat's aber auch knapp. Das ist leider nicht. Ja, wir sind sehr in der Mitte rumgelaufen. Wenn wir über die Außen verteilen müssen. Also ich weiß nicht, das Team passt mir irgendwie nicht. Ich versuche auch mal Nita zu spielen. Hat sie noch wirklich keinen richtigen Tank. Kann auch ohne klappen. Ja, ist aber schwierig. Warte, das ist ein bisschen der Wurm drauf. Ja. Gut gekontert. Ach komm. Okay, jetzt muss man hier mal kurz durch. Nein, Durchbruch. Jawohl. Ja, sehr gut. Klappt also doch. Sag doch. Geht. Reims. Ja, ich meine. Haben wir auch Glück gehabt mit den Gegnern. Ein Primo-Cam. Das mag ich nicht.
habe fast den Match aus Nel Primo, ey. Ja, das ist schon nicht ohne. Ich weiß nicht, wie wir den Spot finden. Wenn Bull auch schon im Voraus läuft. Ja, mit vereinten Kräften. Hier ist uns mal eine Lücke. Der Vorteil an Nita ist, der kann auch über Ecken schießen. Also wenn der Gegner kurz hinter einer Kiste ist und man hat noch einen Schuss abgegeben, trifft er meistens sogar noch. Okay. Rettet er ihn mal wieder den Arsch? Boah, hat er stark den Multi raus. Nur zwei rein. Ah, sind jetzt auch drauf gekommen, dass sie die Barrikaden wegschießen. Aber wir führen. Über links Gold, Achtung. Ja, da muss direkt die Multi raus. Na, Achtung. Ja, wo ich zu spät kommen bin. Über rechts Gold, Achtung. Krass, der steht da einfach und wir hauen zu dritt auf den Rhein, ey. Das ist echt hart, oder? Da hat man auch gemerkt, dass er vom Level ein bisschen höher war. Trotzdem, ein Win. Win is Win. Winner, Winner, Chicken Dinner. Ach. Sehr schlecht gestartet. Mhm. Eieiei. Danke. Bitte. Das gibt's doch nicht. Komm da hinten einfach nicht raus, ey. Nee. Komm aber auch hart ran. Ja. Echt jetzt, jetzt hat er noch so einen Scheißbär. Ja, und wenn der einen kaputt hast, dann stehen die anderen schon wieder da, ne? Ja, dann kommt direkt der nächste. Ein verdammt gutes Team. Da würde ich dann auch schon drauf tippen, dass das eine Dreiergruppe ist. Die eingespielt ist. Shelly steht hier noch. Das können wir auch gern. Ja. Nichts. Da kommt nicht mehr. Time
Kanon, Mann, verdammt hohen Schaden. Shelly verliert auch kaum Leben. Ja, würde mich auch nur wundern, wenn die hohes Power-Level haben. Ja, die Shelly ja. Zumindest. Und der Bambo, ja klar. 5 und 5, ne? Das ist halt, das finde ich halt noch ein Nachteil an dem Spiel, dass das wirklich nicht gewichtet ist. Ja. Das ist schon. Ah, noch eine Truhe gekriegt. Oh, einen neuen Charakter. Was hast du bekommen? Poco! Lo Poco. Eine Truhe? Poco. Mhm. Ein guter Healer. Ja. Halt auch gut aus. Jetzt hab ich meinen Radios. Du! Muss jetzt einen auf Barkeeper. Dazu natürlich vorher noch ein Schlückchen. So viel. Von rechts kommen welche. Mhm. Er hat's gewusst, aber hat ihm nichts genutzt. Ich bin eher drauf gegangen. Nein! Auch nicht. Und leckt auch extrem bei mir. Dafür wechsle ich dann doch wieder auf Gold. Du kriegst keine Pokale. Leider nein. Im Showdown wäre das wiederum anders. Da ja, stimmt. Im Showdown kann man auch beim schlechten Ergebnis noch Pokale bekommen. Bietet sich auch eigentlich am besten an zum Leveln. Also Showdown doch, auf jeden Fall. Ja, anders spiele ich am Handy eigentlich überwiegend immer. Solo. Ja, ja. Alles wegklatschen. Was du ist auch nicht ganz verkehrt. Sich bewegt. Es sind nur 5 Teams, aber... Wenn man dann einen guten Partner hat, mit dem man sich eingespielt hat, ist es eigentlich relativ simpel und man das steigt stimmt, ja. Schnell von den Trophäen auf. Oha. Kann man gut von uns. Wir machen aber auch gerade extremen Schaden. Auf den Schiff voran.
Sehr gut, danke für den Heal. Ach komm. Oh, ich habe ihn noch erwischt. Ne, du. Achtung, ja, Break genau, deep. Gut, dass du so ein Gutti da rein. Geworfen hast, Ivan. Achtung, hier braucht noch einen Diamanten. Ja. Kommt schon, das müssen wir uns holen. Ich bin gerade richtig nervös. Verdammt, verdammt. Nö. Hatte der echt 11? Verdammt. Der hat echt 11. Oh. Der Bali. Schade. Nicht zurecht, ey. Ich muss auch sagen, ich habe heute echt extreme Lags beim Spielen. Ja, das muss ich auch sagen. Also das liegt nicht an dem Programm, also definitiv am Server wieder mal. Ja, ich habe auch das Problem, ich kann auch kaum manuell zielen, ja, weil das ewig braucht, ja, und du musst immer Autoshoot machen. Dann triffst du teilweise noch weniger, weil der ganz genau weiß, wenn du jetzt Autoshoot machst, geht er, und der geht eh nach oben, ne? Mhm. Deswegen würde ich fast an der Stelle sagen, brechen wir es erstmal ab. Ja. Weil das hat so keinen Sinn. Dann gucke ich nochmal, ob das an meinem System lag oder doch im Brawl Stars. Ich denke mal eher im Brawl Stars. Ich aber auch. Ja. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall an der Stelle fürs Zuschauen. Hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Auch wenn wir. Ja, wobei, anfangs haben wir relativ gut gespielt. Es war jetzt nur gegen Ende hin ein bisschen kacke. Ja, passt, wir hatten einen Run. Und die Probleme beziehen wir mal auf die Serverprobleme. Ja, das stimmt. Ansonsten danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Servus. Ciao. Kacke.